Ende, Allende. Ach, scheiße, ey. Zwei Chaos Emeralds waren es momentan auf unserem Konto. Das heißt, Viere, hier geht's nicht. Starlight kommt hier nach, möchte sagen. Und dann sofort ab in die Scrap Brain. So. Da gibt's ein Schild. Ja, hier kann man abwärts rutschen, bis die Schwarte kracht. Ja, so hier noch hier rutscht. Jetzt sollte man Absprung langsam mal wagen. Hier gibt es ein Schild. Genau. Das hatte Gegend spät aufgespürt. Und hier ist der Knopf. Der öffnet hier gegenüber eine Wand. Dort kann man durch. Und hier oben schließt sie sich dann wieder. Wie auch erkennbar an dem Sound gewesen ist. Und dann immer so eine Aasgeier stellen, da wo du eigentlich gar nichts siehst, aber dann blind irgendwo reinspringst und prompt auf einem Schergen landest. Das ist natürlich das Größte. Am besten ich bleib hier. Da ist eh Boss-Time. Da ist eh egal, was ich mache. Mit den Ringen. Wie ich die verliere, wie ich die behalte. Vielleicht mal ein bisschen mehr konzentrieren. Das sage ich schon die ganze Zeit irgendwie, aber irgendwie will es nicht klappen. Irgendwie verfalle ich nicht in diesen Tunnel. In dem, wo es nur noch Tobi und Skill gibt. Schöne Farbe hat der Sonic übrigens hier im Sonic 1, im ersten Teil des Mega Drives, der Mega Drive Sonic Spiele. Glaube, in Sonic 2 ist er etwas heller. Etwas hellbläulicher. So, wohin? Aha, Knöpfchen. Jetzt wird sich hier was. Luft holen. Zwei ist einfacher, möchte ich sagen. Auch von den Special Stages, weil man dort die dort sehr oft wiederholen kann. Dort kann man ja quasi an Toren, an so Sternringen, die über einem Checkpoint, über so einer Checkpoint-Säule erscheinen, eintreten in so eine Special Stage. Und da hat man dann natürlich weitaus mehr Versuche, um an Chaos Emeralds anzukommen, an allen sieben. Dort sind sieben, das weiß ich ganz genau. Weil es ab dort an immer sieben sind, möchte sagen. Obwohl in Generations, da weiß ich es nicht. Genau. Generations hier. Ein sehr gutes Sonic-Spiel. Auf jeden Fall besser als seine bis hierhin Vorgänger. Bis hierhin meine ich damit, dass das letzte wirklich gute Sonic-Spiel für mich vor Generations doch erst Sonic Adventure 2 für den Sega Dreamcast ist. Obwohl Colors auch nicht gerade übel war, muss ich sagen, für die Wii damals. Auch nicht gerade übel war, aber ich habe wirklich mal Sonic 2006 oder Sonic the Hedgehog, wie es heißt, Gott, hier war ich schon, oh mein Gott, für die Xbox 360 gezockt und verbuggt. Hoch
65. Unspielbar vermackt. Lecker, Spostheim, mir reicht ein Ring. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ja, Sonic Adventure 2. Ist damals nicht original für meinen Dreamcast. Auch Adventure 1 nicht. Aber, nee, wir sind in der vorherigen Episode von unten gekommen. Und nun ist der Boss dran. Da ist noch ein Bohrroboter in der Erde versteckt gewesen. Im Abbruch. Vielleicht versuche ich mal hier ein bisschen zu skillern, ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen vielleicht so, dass wir ihn tatsächlich bis zum Schluss oben hin jagen und down kriegen, obwohl ja nahezu unmöglich. Gerade hier in diesen Spike-Passagen, gut, er wartet da ein bisschen, aber möchte sagen, habe es damals sogar geschafft, hochzukommen, ohne dass mir das Wasser... Jüngst in diesem Augenblick, wo ich hoch wollte, kam dieser scheiß Stachel da aus der Wand geschnellt. Ja, dachte schon. Ohne dass mir das Wasser berührt hat. So geskillert habe ich damals auch schon. Na, springen wir hinauf noch. Ein Glitch deine Erde rein. Naja. So, ohne einen Ring ist das hier natürlich ungleich schwerer. Aber ich glaube, ich habe da welche gesehen. Ich glaube, ich weiß sogar, dass dann welche sind, weil auch in der vorherigen Session schon eingesackt, möchte ich sagen. Was steht da? Saisonales Angebot. Blitzt gerade auf von Avast. Antivirus. Aufnahmezeit jetzt um 2:43 schon. Meine Fresse, ey. Keine Sorge, Festplatte ist groß genug, um auch weitere 2:43 zu zocken. Allerdings, das war doch ein Schutzschild. Siehste? Wusste ich von nicht mehr so genau. So, ich warte mal, bis das Wasser oben ist. Damit ich nicht rausplätscher und das den Sprung verfälscht. Womöglich. Das Sprungergebnis verfälscht. Ist dann schwer zu berechnen, ist, wo man letztendlich landen wird. So, und raus hier aus der Suppe. Ja, da guckst du. Da guckst du was. Komm her hier. Meine Fresse. So, ich sollte tunlichst alles daran setzen, jetzt doch die Chaos Emeralds zu bekommen. Und zwar in jeder möglichen, in jedem möglichen Akt sollte ich wirklich auch ein Chaos Emerald mitnehmen. Möcht's hier auf keinen Fall ein drittes Mal durchzocken, obwohl denkbar wäre es natürlich. Will's halt zeigen. Und ohne geht gar nicht, würde ich sagen. Oder das wäre mir dann schon peinlich, solch Ergebnis abzuliefern, muss ich sagen. Oh, schön. Oh, Mann. So langsam. Ist das Glück oder wird das Glück mir hold? Wie der Alexander hold, natürlich. Mm-hmm.
Ja, damals wusste ich halt noch, wo du mit Anlauf besser rüberkämst, anstatt irgendwie langsam die Sprünge anzugehen. Das ging damals flotter. Ich glaube, das ist auch möglich, das Spiel hier. Oder gibt's da an? Nee, ich glaube, nur bei Sonic 2 gibt's auf A360, sofern man dort Sonic 2 sockt fürs Mega Drive. Ein Erfolg, dass man das Spiel in unter 40 oder unter 45 Minuten schafft. Gibt es einen Erfolg dann dafür? Also Speedrun-mäßig dann quasi unterwegs. Aber ich glaube, Sonic 1 hier ist Speedrun-mäßig auch in einer halben Stunde oder darunter sogar noch möglich. Sogar noch zu schaffen, möchte ich sagen. Möchte ich meinen. Hält mir nur noch mehr vor, dass ich hier gerade ziemlich dolle abkacke. Ich hätte in 2,46 momentan auf der Uhr doch schon na 2,30 macht 2,45 mal das Spiel durchzocken können. Ganze 5 mal bis hierhin. Oh Mann. So, das ist der in der Mitte. Der sollte relativ einfach sein. Concentration. Ja, genau. Ich nehme noch einen Schluck kurz. Wie kann denn sowas sein, ey? Kann denn so etwas möglich sein? So viel Pech auf einmal. So viel Unfähigkeit auf einmal. Da könnt ihr euch ruhig über mich auslassen in den Comments. Verdient. Möchte ich meinen, habe ich es ja. Naja, schießt doch Dauer-Uzi raus. Ist klar. Gordon, woher Ringe? Woher bekommen? Woher soll ich sie denn bekommen? Woher die Ringe? Woher soll Tommy sie bekommen? Wie er völlig verkehrt vorgesungen. Sind zu wenig. Ah, hier ist schon Feierabend, glaube. Also ab runter. Muss halt alles daran setzen, doch irgendwie diese Teile zusammenzubekommen. Ist es denn von hier aus noch möglich, alle zu bekommen? Glaube nicht. Ja, vielleicht sollte ich auch mal meine Strategie überdenken. Doch nicht alles in so einem Spiel, was ich zock und auf YouTube stelle, zu zeigen. Nee, das kommt nicht in Frage. Dafür ist mein Stolz viel zu groß. Und halbe Sachen abliefern. Geht mal gar nicht, wie ich finde. So, rein hier. Jetzt kommt Boss. Lass mich mal kurz ein bisschen laut denken. Jetzt kommt Boss. Da kommt doch sofort diese Kack-Scrap-Brain-Zone. Heißt, es wird vermutlich alles auf ein weiteres drittes Mal durchzocken hinauslaufen. Und ich glaube,
Ich vermeide wohl besser, große Töne zu spucken, von wegen Speedrun und erledige ich alles schneller und so. Besser ist, was ich da tue. Mann, Mann, Mann. Aber, ja, andererseits, wie von mir schon erwähnt, auch nicht schlecht, dass ich so lange an Sonic 1 sitze. Weil das Spiel hat's halt verdient. Ist halt ein Klassiker, ein Mega Drive-Klassiker. Wie auch von mir erwähnt und auch von mir erwähnt wurde, natürlich bereits. So ein, na wohl, wurde es schon mal erwähnt? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich müsste es sogar erwähnen. Dass halt in Sonic-Spielen rein mucketechnisch schon recht geil was geht, ja. Wo war ich denn vorher, vor der Mucke? Bei welchem Thema? Was wollte ich denn noch leicht erwähnen? Ist mir entfleucht, sorry. Ist mir echt entfleucht. Das ist Act 3. So, platz du mal. Da oben. Ist mir entfleucht. Mit Sonic 1 war doch. Ach so, es ist natürlich, ist Sonic 1 es wert, so lange gezeigt zu werden. Mensch, wie konnte ich das denn vergessen? Zu erwähnen. Ja, und der bläst uns wieder genau rein. Diese Kackbombe. Die erinnern irgendwie an den Boss in Sonic 2. Der hat solche oder solch ähnliche Bomben gedroppt. Wie man heute sagt, gedroppt. Manche sagen auch zu Leuten, die sie nicht mögen, nicht besonders mögen, sagen sie, deine Mutter singt auf ein Scheißhaus, drop it like it's hot. Aber das sind meistens die Limbatzen, die sowas von sich geben. Und davon kenne ich auch so den ein oder anderen. Nun haben wir 50 Ringe, nun hab ich und der Sonic 50 Ringe auf der Uhr und kann damit nichts anfangen hier. In dieser Stage, in diesem Akt. Der Liebe. Ja, nee, das fuckt mir nicht sonderlich ab, nochmal zu wissen oder fast schon zu wissen, dass ich es nochmal durchzocken muss an diesem Abend. Momentan ist 21 Uhr, 21 Uhr, 21 Uhr, 21 Uhr, 21 Uhr, 21 auf der Uhr. Und ein bisschen Zeit ist noch. Morgen geht's später zur Arbeit. Weil ich morgen wieder mit den Limbatzen Tischtennis AG hab, nachmittags. Und da habe ich heute auf den Abend auch noch ein bisschen mehr Zeit zu zocken. So, Boss-Time. Komm runter mit deinen Mumpels. Oder lass deine Mumpels runter für mich und ich komm rauf zu dir. Bang! Bliosch! Johansen wollte gerade sagen. Von Johansen. Lass mal hier was runter. Nicht nur mal da. Du weißt schon genau, was los ist, oder was? Oh. Da kommst du nicht rüber.
kommst du nicht rüber. So langsam klappt es auch mit der Konzentration wieder ein bisschen besser. So langsam krieg ich hier vernünftige Ergebnisse geliefert. Allerdings zu spät. Zu spät, weit zu spät schon. Für mich weit zu spät. Die Schweinchen und die Piepmätze mit ihren gelben Beinchen. Sonic, Sonic, Sonic.